Hallo, schön, dass du dabei bist bei deinem Podcast Erfolgreich glücklich sein. Wir sind Walter und Christina von Herz über Kopf, dem Podcast, der dich dabei unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und heute haben wir ein Thema, das wir auch immer wieder hören, nämlich wie schaffe ich es, mit negativen Energien oder auch negativen Menschen umzugehen? Was kann ich da tun, wenn meine Sitznachbarin im Büro den ganzen Tag nur negativ meckert und mich verpestet mit ihrer Energie? Ja, das finde ich ein total schönes Thema, weil ich als Hochsensible ja auch immer das Gefühl hatte, oh, ich muss mich schützen vor allen möglichen negativen Energien und auch Menschen. Und ich habe so für mich gemerkt, dass ich mich in dem Moment, wo ich Angst davor habe, vor negativen Energien oder negativen Menschen, mich erstmal so ein Stück weit in so ein Opferdasein zurückversetze. Also quasi fühle ich mich ausgeliefert. Ich fühle mich diesen Menschen ausgeliefert und diesen Energien ausgeliefert und habe vor denen Angst, was schon mal keine so gute Energie ist, die von mir selber ausgeht. Und das hat mich ziemlich erstaunt. Und deshalb wollen wir da heute auch einladen, nochmal eine neue Sichtweise drauf zu entwickeln. Das eben auch wieder nicht so hoch zu bauschen und so aufzubauschen. Ich höre das immer ganz häufig. Ja, pass auf vor Energiesaugern. Schütze dich vor Energiesaugern. Und da denke ich mir so, wenn ich die Energie saugen lasse, wenn ich sie mir absaugen lasse oder das so empfinde, dass sie mir abgesaugt wird, dann hat das schon auch was mit mir zu tun. Dann darf ich mich in erster Linie mal fragen, warum ist denn jetzt eigentlich dieser Mensch in meinem Leben und warum lasse ich das zu, dass mir gefühlt meine Energie so weggesogen wird? Wobei ich bezweifle, dass das der andere aktiv macht, sondern ich bereit bin, die Energie so wegsausen zu lassen. Ja, das ist ein schönes Beispiel, sind so Gespräche, das kennst du doch auch, dass du dich mit jemand unterhältst und du eigentlich gar nicht zu Wort kommst oder der andere dich wirklich tot quatscht und du dich danach leer und wie ausgelutscht fühlst. Und das Interessante dabei ist, dass wir dann sagen, ja, also mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben und der tut mir nicht gut und so weiter. Die Frage ist ja, warum du es in dem Moment nicht geschafft hast zu sagen, darf ich auch mal kurz was sagen? Mir kommt es gerade so vor, als wäre das hier so eine Art Vortrag. Ich würde mich eigentlich gerne mit dir unterhalten. Und interessierst du dich auch für das, was ich zu sagen habe, also jetzt mal als Beispiel, ohne jetzt ihn wirklich krass vor den Kopf zu stoßen, ganz ehrlich zu sagen, irgendwas stimmt da gerade nicht, lass uns doch mal versuchen, das irgendwie anders hinzukriegen. Und ganz oft haben wir Angst vor diesem Schritt, ehrlich zu sein. Ganz oft haben wir Angst, genau das zu sagen und zu sagen, du, irgendwie redest du ganz schön viel, interessierst du dich auch für das, was ich dazu zu sagen habe? Und glaub mir, in dem Moment, wo du das sagst, löst sich das Problem ganz automatisch, weil er würde gar oder sie wird auf jeden Fall davon irgendwie beeinflusst werden. Sie wird sagen, oh ja, nee, natürlich, tut mir leid, erzähl doch du mal. Und euer Gespräch wird sich sofort ändern. Oder sie hat einfach keinen Bock, was mit dir zu besprechen. Sie möchte dir einfach was erzählen und du sollst die Klappe halten. Aber dann wird sich diese Beziehung auch relativ schnell auflösen. Und ich glaube, Ehrlichkeit und auch dieser Mut, authentisch zu sein in diesen persönlichen Beziehungen, genau mit den Menschen, wo du das Gefühl hast, die ziehen dir Energie ab, da nochmal zu überprüfen, wie ehrlich bin ich eigentlich mit denen und wie sehr erdulde ich was, also ziehe ich mir ja letztendlich selber die Energie weg. Und ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, inwieweit du in der Lage bist, dir deinen Raum zu erhalten und zu nehmen. Das ist bei mir ein ganz großes Thema gewesen, dass ich oftmals in Beziehungen meinen Raum gar nicht gehalten habe, sondern meinen Raum komplett aufgegeben habe, sodass der andere auch keine Grenze gespürt hat. Das heißt, ich habe eben nicht den Mut gehabt, das auszudrücken, was mir gerade missfällt, dazu zu stehen und zu sagen, du, jetzt möchte ich was sagen und habe das so über mich ergehen lassen. Ich habe mich wirklich überrollen lassen, habe also gar nicht meinen Raum energetisch auch gehalten, sondern habe mich immer kleiner gemacht, immer mehr zusammengezogen energetisch und war eigentlich gar nicht mehr da, sodass der andere schon allein deshalb auch immer mehr erzählen musste, weil er das Gefühl hatte, die ist irgendwie gar nicht so richtig präsent und anscheinend muss ich jetzt hier den Raum füllen. Das heißt also, du kannst für dich wie so eine kleine Übung mal ausprobieren, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, dass du immer wieder so reinfühlst in dich, dass du dich erdest, dass du deine Füße auf dem Boden weiterhin fühlst, auch wenn du im Kontakt mit dem anderen bist, dass du deinen Atem in dir spürst, dass du bei dir bleibst, dass du in deinem Körper
präsent bist, dass du dich wahrnimmst im Kontakt mit dem anderen und somit auch fühlst, wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, das ist gerade unausgewogen oder ich habe das Gefühl, ich werde jetzt hier gerade nur mit ich sag mal, Müll zugeschüttet. Also im Sinne von, die beschwert sich die ganze Zeit nur über irgendetwas und lässt es jetzt gerade bei mir ab. Ich bin der Mülleimer, höre ich immer wieder von Leuten, dass sie sagen, irgendwie bin ich nur der seelische Mülleimer für andere. Das hat dann schon auch was mit uns selber zu tun. Ich war auch immer der seelische Mülleimer. Und von daher habe ich dann angefangen, mich wirklich immer wieder zu erden und mich auszudehnen, mir meinen Raum zu nehmen in diesem Kontakt miteinander. Und dann hat der andere schon von alleine die Grenze gespürt, weil du ja auch eine Energie ausstrahlst. Und wenn du da bist, präsent bist und Anteil an diesem Raum nimmst, dann nimmt der andere das wahr und lässt dir auch deinen Anteil. Das heißt, du bist diejenige, die sich manchmal diesen Anteil selbst schon nimmt. Also gibt es keinen leeren Raum, sondern entweder du füllst ihn, ja, oder der andere füllt ihn. Genau. Und genau das ist, wenn du das mit dem Zusammenziehen erwähnst, dann machen wir manchmal auch wie so eine Übung, dass wir wie so eine Art Schnur oder Kordel als unseren Raum definieren. Und dann wie so, was passiert, wenn der andere plötzlich in meinen Raum reintritt? Und da such dir mal ein Vorbild, jemand, der wirklich ganz stark auf seine Grenzen achtet. Was würde bei ihm passieren, wenn plötzlich einer reinlatscht in seinen Raum? Der würde sagen, du, das ist mein Raum. Kannst du einen kleinen Schritt zurückgehen? Das ist mein Raum. Also energetisch gesehen würde er sagen, stopp. Und wenn du nicht stopp sagst bei deinem Raum, dann gibst du ihn auf. Und das ist etwas, was nur mit dir zu tun hat. Das ist einfach nur mal als bildhaftes Beispiel, dass du deinen Raum wie mit so einer Art Kordel einmal auslegen kannst und genau mit diesem Bild mal in Beziehungen dich ausprobierst. Und da wirst du ganz schnell merken, wenn du deinen Raum selber klein machst, dann übernimmt der andere. Und das macht Angst, seinen Raum zu halten. Das ist definitiv so. Gerade für die, die den Raum aufgeben, macht es Angst, ihn plötzlich zu halten. Weil was könnte der andere denken? Vielleicht mag er mich dann nicht mehr, wenn ich plötzlich sage, du, stopp. Aber es ist Wachstum, deinen Raum zu halten, und es wird dich auch von den anderen, also wird dich authentischer machen, und es wird dir Anerkennung einbringen, wenn du auch mal Nein sagst und auch mal Stopp sagst. Du sagst, hey, hier ist mein Raum und ich möchte gerne hier meinen Raum halten. Und wenn wir bei diesen negativen Energien bleiben, manchmal ist es ja auch wirklich so, dass man das Gefühl hat, mir begegnet jetzt dieser negative Mensch und der tut mir nicht gut. Und dann auch wirklich so zu gucken, okay, ist es nur so, dass er mir nicht gut tut, oder ist es ja dennoch irgendwie durch den Kontakt, den ich ja auch immer wieder zulasse, auch ein Stück weit vielleicht sogar so, dass ich diesen Menschen auch missbrauche. Das hört sich jetzt wirklich strange an, ich weiß, aber mir ist da aufgefallen, dass ich zum Beispiel Freundinnen hatte, mit denen ich lediglich über negative Dinge geredet habe. Die haben mich angerufen, wenn es ihnen nicht gut ging, und dann haben die mir immer wieder die gleichen Geschichten erzählt. Ja, mein Chef, der ist so ignorant und bla bla bla, und dann war ich verständnisvoll und habe zugehört. Und wir sind beide aus diesem Gespräch rausgegangen und ich habe mich schlechter gefühlt. Ich habe mich ausgelutscht gefühlt, ich habe mich müde gefühlt. Und ich hatte dennoch das Gefühl, naja, vielleicht habe ich ihr ja Unterstützung gegeben, dadurch, dass ich da jetzt zugehört habe. Vielleicht habe ich ihr noch mal ein paar andere Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie jetzt damit umgehen kann. Vielleicht konnte ich sie unterstützen, dadurch, dass ich ihr Verständnis entgegengebracht habe. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich sie eigentlich immer mal wieder benutzt habe, um meine eigene Energie nach unten zu ziehen. Jetzt kannst du vielleicht fragen, wie kommst denn du darauf, dass du das gemacht hast, um deine eigene Energie nach unten zu ziehen? Wieso solltest du das tun? Das macht doch kein Mensch. Und das ist eben eine gute Frage. Macht das wirklich kein Mensch? Oder ist das tatsächlich manchmal etwas, was wir vielleicht einfach so gewohnt sind, dass wir ein gewisses Energieniveau in unserem Körper gewohnt sind und dieses Energieniveau immer wieder unterbewusst anstreben? Das heißt, wenn wir eigentlich auf einer richtig guten Welle surfen, wie wir das ja schon mal gebracht haben, dann uns doch wieder zurückziehen lassen in alte Muster, weil die bequemer oder weil wir die besser kennen oder weil die sich wie zu Hause anfühlen. Und weil wir natürlich auch von gewissen Menschen geliebt werden wollen. Oder vielleicht noch immer so ein altes Gefühl in uns haben, wir müssten den anderen jetzt retten. Und das natürlich dann auch wie so eine Verbundenheit schafft. Ich habe mich dann schon immer auch gut gefühlt, weil ich bin ja diejenige gewesen, die ihr zugehört hat, und ich bin ja diejenige gewesen, die ihr immer wieder die Hand angeboten hat und sie beschützen wollte. Tatsächlich war ich nur in einem alten Muster gefangen, in einem alten Muster, das mir nicht mehr gut getan hat und das ich aus meiner Kindheit sehr gut kannte, weil damals war ich die Müllabladestation für meine Oma.
Und das war der einzige Kontakt, den ich mit ihr hatte. Das heißt, ich habe mich eigentlich nach einem Kontakt gesehnt und weil ich das nur so kannte, habe ich mir das immer wieder in mein Leben geholt. Also wenn du solche negativen Menschen noch in deinem Leben hast, dann frag dich wirklich mal, warum habe ich die in meinem Leben? Was hat es mit meiner Geschichte zu tun und dient mir das noch? Oder ziehe ich mich eigentlich immer nur wieder damit zurück in die alte, gewohnte, bekannte Vergangenheit? Und ich glaube, wir nutzen das alle manchmal. Und ich erinnere mich auch, dass ich auch mal so die Negativität ja auch dann teilweise auch mal nach außen gebracht habe, mit irgendjemand geteilt habe. Und da bin ich mal auf eine Bekannte gestoßen, die hat dann irgendwann gesagt, habe ich irgendwie über irgendjemand was erzählt, was mich so runtergezogen hat und dass der das ja irgendwie scheiße macht. Und damals hat sie gesagt, was soll ich in der Angelegenheit für dich unternehmen? Und da habe ich so, wie unternehmen, du, jetzt? Habe ich gesagt, ja, gar nichts. Aber mich hat es irgendwie aufgeweckt, weil eigentlich wollte ich nur diesem Drang des Lästerns nachgehen und sie hat da einfach nicht drauf reagiert. Er hat gesagt, du, was meinst du, soll ich in der Angelegenheit unternehmen? Und in dem Moment bin ich einfach wie so ein bisschen aufgewacht aus diesem alten Läster-Ding und habe dann angefangen, habe ich das Thema gewechselt, weil es mir unangenehm war. Also die Frage ist auch, wie lange hältst du sowas aus, wenn einer über andere lästert oder über negative Dinge immer dich wieder runterzieht? Und der andere Aspekt, den ich auch ganz spannend finde, ich habe eine ganze Weile immer gedacht, oh, ich muss mich vor negativen Energien schützen. Ich habe damals Energiearbeit gemacht, das ist sowas, wo man eben, ja, wo man so Reinigungsübungen macht und Schutzübungen macht, die ich jetzt nicht schlecht machen will. Die machen total Sinn, weil es gelegentlich so ist, aber bei mir hat es den Auslöser gehabt, dass ich durch die Gegend gegangen bin und immer gedacht habe, ich bin verunreinigt. Da haben sich jetzt irgendwelche Negativität der anderen in mich hier, in meinem Energiekostüm hat sich da irgendwie so reingesetzt und dann habe ich ständig diese Reinigungsübungen gemacht und war eigentlich voll in der Angst, mich zu verunreinigen. Und irgendwann bin ich zu einer Familienstellerin gegangen, das ist so eine Ungarin, und die ja beim Familienstellen, vielleicht kennst du das, da sind ja ganz viele, da wird ja nur mit diesen Energien gearbeitet und das ist ein ganz faszinierendes System, dass du wirklich jemand als Stellvertreter dahinstellen kannst und der fühlt wirklich das, was in dir ist. Und dann habe ich sie gefragt, ja, aber wie reinigst du deinen Raum und was macht dir das nichts aus, diese ganzen negativen Energien? Und dann hat sie mich so angeguckt, negative Energie, hat sie gesagt. Mache ich Tür auf, soll ich Energie raus, mache ich Tür zu. Und dann habe ich so gedacht, was? Also, sagt ja, also sie hat es dann auf Ungarisch gesagt, ja, ich bin so klar, dass hier meine Energie geschützt ist, also dieses Vertrauen und diese Klarheit ist in ihr so groß, dass es einen automatischen Schutz hervorruft oder eine Reinigung der Räume, weil sie einfach ganz bestimmt ist. Und wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit in der Angst habe, dass etwas nicht was negativ sein könnte oder dass meine Sitznachbarn mich verseucht mit ihrem negativen Gedanken, dann ist es nur deswegen so, weil du es glaubst. Und das kannst du dir vorstellen wie so eine Kerze. Eine Kerze hat auch keine Angst vor der Dunkelheit, sondern sie strahlt einfach. Und wenn du das Gefühl hast, dein Licht kann nicht strahlen wegen der anderen, dann ist es ein Opfergedanke. Dein Licht strahlt nicht, weil du es eingrenzt. Dein Licht strahlt nicht, weil du Angst hast vor irgendwas. Angst, nämlich ehrlich zu sein. Angst, authentisch zu sein. Da sind wir wieder beim Raum, ne? Ja, dass man wirklich dein Licht in den Raum hineinstrahlen lassen kann. Genau, und das uneingeschränkt, also ohne sich selber zu begrenzen. Weil das dann hervorruft, dass man eben besetzt werden kann. Das heißt, ich entscheide, ob mich negative Energien besetzen oder nicht, oder? Genau. Also das Besetzen ist immer so, hat das so, schon, ne? Genau, so einen schrägen Touch. Ja, aber stimmt. Viele haben ja einfach schon Angst, dass wenn sie einer böse angeguckt hat, dass sie jetzt irgendwas von dem tragen. Und ich glaube, man kann sich da total reinsteigern und deine Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Und je mehr du dich darauf fokussierst, das ist genau wie mit Verschwörungstheorien. Da kannst du dich komplett reinsteigern und denken, alles manipuliert dich, alles bestimmt dein Leben. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, dass es manipulative Kräfte gibt in Politik und Wirtschaft. Klar gibt's das, sehen wir am Dieselskandal. Aber wenn ich mich da reinsteigere, dann sehe ich nur noch die Verschwörung und nicht mehr die Freiheit. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Ja, ich glaube auch, es hat sehr viel mit deinem eigenen Gedankengut zu tun. Und ich, die ja auch dieses Hochsensibelsein sehr, sehr gut kennt. Ich hatte wirklich auch oftmals meine Themen damit. Ich habe, wenn ich jemandem begegnet bin, mich so sehr auf ihn konzentriert und meine ganzen Sensoren auf diesen Menschen ausgerichtet,
dass ich tatsächlich, ich selbst mit meinen Sensoren so an seinem System geschaut und gefühlt habe, dass ich vielleicht wirklich Dinge übernommen habe, die mir nicht wirklich gut taten, aber das habe ich gemacht. Und ich habe es deshalb getan, weil es mein Instrument war, unterbewusst, um mich sicherer zu fühlen. Und das bemerke ich immer noch mal wieder bei mir selbst, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, dann fühle ich mich lieber bei denen ein und lock mich wie so in deren Energiesystem ein, um zu eruieren, ob da jetzt Gefahr droht, wie die jetzt drauf sind, ob die mich mögen oder nicht mögen. Das gibt mir in dem Moment ein Gefühl der Sicherheit, aber ich bin dann überhaupt nicht mehr bei mir zu Hause. Ich bin dann gar nicht mehr in mir mit meinen Sensoren. Ich nehme mich auch nicht mehr wahr, sondern ich nehme nur noch den anderen wahr und bin bei ihm und gucke, ob da irgendwas abzuscannen ist jetzt an ihm, was mir gefährlich werden könnte. Und natürlich übernehme ich dann vielleicht auch die ein oder anderen Gefühle oder Energien von diesem Menschen, aber das mache ich. Und was kann da helfen? Da kann ganz wunderbar helfen, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, nämlich, dass du mal schön wieder zu dir zurückkommst, dass du in dich hineinfühlst, dass du deinen eigenen Körper wieder wahrnimmst, dass du diese ganzen Sensoren, die du einst gelernt hast, nach außen strahlen zu lassen, zu gucken, was ist da jetzt gerade im Außen, wie kann ich mein Leben für mich sicherer machen, wenn ich alles wahrnehme im Außen, Kontrolle quasi. Wenn du diese Sensoren wieder mehr und mehr zu dir zurücknimmst und in dir wahrnimmst, was gerade in dir ist, dann bist du voll. Du bist nicht nur bei dir, du bist auch voll in dir. Und dann kann da gar nichts anderes reinkommen. Das heißt, der beste Schutz, in Anführungsstrichen, das werden wir nämlich immer wieder gefragt, wie kann ich mich schützen, ist, wenn du bei dir bist. Wenn du in dir bleibst, wenn du dich fühlst, wenn du dein Energiekleid da sein lässt, strahlen lässt, deinen Raum einnimmst, dich zeigst, so wie du bist und auch Stopp sagst und Grenzen setzt. Dann wird dich niemand so überschwemmen und keine Energie kann dich fremd belagern. Weil genau das ist wirklich auch so das, was du sonst unter Umständen in dein Leben ziehst. Denn deine Energie, wenn du sie auf diese Dinge richtest, werden es verstärken. Wie ein Projektor, ein Diaprojektor oder ein Licht, ein starker Strahler, den du auf diese Themen richtest. Und je stärker du das anstrahlst, umso mehr wirst du sehen, weil du nur das sehen kannst, was du fokussierst. Das, was du gerade gesagt hast, das erinnert mich an eine Klientin, die im Seminar saß und irgendwann auf mich zukam. Sagt, sag mal, Walter, geht's dir nicht so gut? Und da habe ich so gedacht, ja, stimmt, ja, heute irgendwie irgendwas war an dem Tag und hat mich beschäftigt. Aber was ich zu ihr gesagt habe und was nachher wirklich viel wichtiger für sie war, ich sage, warum fühlst du das? Ich sag mal, wir sind hier in einem Seminar, wo es um dich geht. Und du nimmst wahr, und das war jetzt nicht so offenkundig und es ging mir jetzt auch nicht so schlecht, aber es war einfach so ein komisches Gefühl in mir. Und dann sind wir bei ihr, haben wir bei ihr mal geschaut, woher das kommt. Und ihr Vater war Alkoholiker und sie wusste nie, was passiert. Und vielleicht kennst du auch Kinder von Alkoholikern, bist selber eins vielleicht. Du musstest unbedingt alle Sensoren nach außen haben. Und bei ihr war das Problem, dass sie, wie du es gesagt hast, dass sie keine Sensoren mehr nach innen hatte, sondern nur noch nach außen. Das heißt, ihr Problem war, dass sie sich selbst überhaupt nicht mehr wahrgenommen hat, sondern nur noch bei den anderen war. Und das ist genau diese gute Mischung aus Feinfühligkeit, aber auch die Antennen nach innen zu richten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für genau die Menschen, die eine etwas unsichere Kindheit hatten, die als Kind einfach genau diese Fähigkeiten entwickeln mussten, um sicher zu sein. Aber die Zeit ist vorbei und jetzt darfst du die Antennen wieder nach innen richten. Ja, und das ist so ein wichtiges Thema, dass wir dazu auch mit Sicherheit nochmal einen eigenen Podcast machen werden. Auch in Beziehung sein mit jemandem, also als Hochsensibler mit jemandem, der vielleicht nicht hochsensibel ist, ist immer wieder ein Thema, das wissen wir, das euch beschäftigt und auch dieses Thema generell des Hochsensibelseins, wie kann ich damit umgehen? Also es gibt dennoch, auch wenn ich der Verfechter dessen bin, zu sagen, wenn du in dir bist, wenn du ganz bei dir bist, wenn du deine Sensoren wieder zu dir zurücknimmst und dich immer wieder erdest, bist du geschützt genug, aber du kannst auch noch eine Übung machen, die wir selber auch manchmal machen, wenn wir nicht so ganz beisammen sind, so gut, ne? Wenn der Energiehaushalt sowieso vielleicht schon geschwächt ist, weil ich das Gefühl habe, boah, ich bin müde oder es beschäftigt mich gerade etwas sehr und hat mich auch vielleicht ein bisschen mitgenommen, dann hilft es sehr, sich wie so eine goldene Kugel vorzustellen. Die Übung habe ich eigentlich von Walter gelernt, vielleicht magst du die mal weitergeben. Ich finde die nämlich richtig schön und die ist auch ganz, ganz hilfreich. Genau, warum erzählen wir die erst zum Schluss? Weil wir eben nicht die Angst fördern wollen, die wir ganz oft wahrnehmen und die letztendlich genau dieses Gefühl des Nicht-Sauberen oder Verschmutzten produziert. Aber es ist eine Übung, die wirklich
in dem Moment helfen kann, wo du deine eigenen Teile verloren hast sozusagen. Also wo du dich verstreut hast, wo du praktisch so ein Gefühl hast, boah, irgendwie bin ich überhaupt nicht bei mir. Und dann stellst du dir vor, dass du beide Füße gut am Boden hast, stellst dich hin und ich stelle mir dann immer vor, wie so goldene Erdungsbänder, die durch die Erdmitte, wie so eine, durch eine goldene Öse fest verankert sind und wieder zurücklaufen zu meinen Füßen. Du kannst dir auch vorstellen, dass du dir Wurzeln wachsen lässt aus deinen Füßen. Das sind immer Symbole für Erdung, wirklich, dass du nicht rumfliegst. Das kennst du vielleicht auch, wenn du so fahrig wirst und nervös. Also erstmal eine gute Erdung. Und dann stellst du dir vor, dass eine große goldene Kugel um dich herum existiert. Und die kann so groß sein, dass du die Arme ausstrecken kannst. Und die kann von außen gold und von innen rot sein. Aber sie soll so sein, wie du dich in ihr wohlfühlst. Und dann dich ausdehnst in dieser Kugel. Wirklich ganz deinen Raum einnimmst. Und dann mit einem ganz einfachen Ding, erinnere dich an die Ungarin, sagst, jetzt alles, was nicht zu mir gehört, geht raus und dann so eine Armbewegung machst, wo du alles rausschiebst und dann alles wieder einlädst, was zu dir gehört. Eine ganz einfache Übung und je klarer deine Intention, umso wirksamer diese Übung und du wirst danach merken, ja, okay, jetzt bin ich wieder mehr bei mir, jetzt bin ich mehr gesammelt, jetzt habe ich irgendwie alles wieder eingesammelt, was zu mir gehört. Weil diese Teile und das sind manchmal Gedanken oder Themen, dass wir uns völlig verlieren im Außen und gar nicht mehr so wirklich bei uns sind. Und diese Übung, die kannst du dir einfach im Geiste vorstellen. Ich mache das manchmal, eben wenn es mir nicht so gut geht, dann stelle ich mir das einfach vor, dass ich diese Kugel entstehen lasse, dass ich dann ganz bewusst ausatme und dabei alles rausgebe, was nicht zu mir gehört und ganz bewusst wieder einatme und damit wieder alles zu mir nehme, was zu mir gehört. Und ja, wir freuen uns auf deine Erfahrungen auch, wenn du uns berichtest, wie es dir damit gegangen ist und auch, was du dazu sagst und davon hältst, interessiert uns immer sehr, weil das dein Podcast ist. Das ist dein Podcast, der dich darin unterstützen möchte, dass du in dein ganzes Potenzial gehst, dass du in dein ganzes Strahlen kommst, dass du dich das traust, zu dir zu stehen, deinen Weg zu gehen, mutig und immer freier und freier. Und alles das, was du mit reingibst hier in die Kommentare unter diesem Podcast, wird wieder dazu helfen und dazu dienen, dass du andere damit nochmal vielleicht ein bisschen was mitgibst oder für dich nochmal was lernst und auch uns damit zeigst, hey, da würde ich nochmal gern drauf eingehen. Darauf freuen wir uns. Wir freuen uns, wenn du dich ganz rege beteiligst und uns auch ja weiterempfiehlst, wenn du diesen Podcast gut bewertest, sodass er bekannter wird und noch mehr Menschen erreichen kann. Ja, vielen Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst und dass du dein Licht immer mehr strahlen lässt und damit die Welt ein Stückchen heller machst. So sieht's aus. Wir freuen uns unglaublich auf dich, dich ganz bald wiederzusehen. Vielleicht sogar auf einem unserer Live-Seminare, die wir auf unserer Homepage www.herz-kopf.com aufzeigen und auch natürlich hier nochmal als Link drunter stellen. Da gibt's die Möglichkeit mit uns, ja, vielleicht für ein Wochenende oder sogar länger zu gehen und uns nochmal live zu erleben. Wir freuen uns auf jeden Fall, wann immer du uns treffen magst, uns zu treffen und sind gerne für dich da. Mach's gut und wir wünschen dir noch einen tollen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.